Osmanisches Reich, an die Belagerung Wiens durch die Türkenheere und deren Besiegung und die Entwicklung des Kipferls als Mehlspeise. Mal der Kaffee ein. Wien und der Kaffee, Türkenbelagerung. Die Türken, die ja, die sehr viel nach Österreich gebracht haben. Kommentarlos. Kein Problem. Schwierig. Da muss ich erst mal überlegen, wann das zugrunde gegangen ist. Genau. Ich muss ganz spontan. Das ist sehr schwierig. Wir haben zu wenig Ahnung davon. Das ist einfach so. Genau. Das möchten Sie auch hören. Auch. Genau. Entführung aus dem Serail von Mozart. Das ist mein Job. Ich bin Musikwissenschaftler und arbeite an der Oper. Geschichte der Hagia Sophia. Und die Baugeschichte und die Renovierungsgeschichte, das ist mein Hauptbezug. Und sonst muslimische Fragen wie Recht, das sich auf den Koran beruft. Ich beschäftige mich inhaltlich damit, nicht mit Vorurteilen. Türkenbelagerung 1683 Wien. Sie kennen sich aus? Sehr. Irgendwelche Verwandte, Bekannte? Nein, bei den Türken habe ich leider keine Verwandten. Bei mir sind sie in Israel. Das waren einmal große Feinde von uns. Ja. Ja, also Sie wissen, Türkenbelagerung von Wien, und das ist immer noch in den Christen drinnen. Das ist der erste Gedanke. Ja, die beherrschende Macht in Südosteuropa und in Kleinasien über Jahrhunderte, würde ich jetzt mal sagen. Of course, what they forget is, of course, they just look at the negative sides of it, but Islam did bring the counting system, for instance, 1 to 10. I mean, we used to count in Roman numerals. You can't do mathematics in Roman numerals. It was Arabic, the Arabs that invented 0 and 1 to 9. So they certainly had an influence on Western civilization, that's for sure. Oh nee, da kann ich nichts zu sagen. Osmanische Reich? Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Osmanische Reich. Oh, das war bestimmt mal groß, oder? Kenne mich überhaupt nicht aus. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, gar keine. Sorry. Wo ist das Osmanische Reich überhaupt? Nein, keine Ahnung. Osmanische Reich zurückblicken, ja, der Ottoman Empire, ja, in Zusammenhang mit Österreich. Okay. Schwierige Frage, ich weiß. Ja, Bismarck. Otto von Bismarck.